Ich habe diese Co-Autorenschaft übernommen, als mich die Kinder von Gerd Wedler, an dessen Lehrstuhl ich 4 Jahre lang meine erste Professur inne hatte, fragten, ob ich nicht bereit wäre, das Lehrbuch weiterzuführen. Und dann habe ich mich nach einigem Nachdenken und Befragen von Kollegen und Freunden bereit erklärt, das zu tun. Und das ist ganz einfach der Grund, warum ich mich auf dieses Abenteuer in gewisser Weise eingelassen habe. Wir haben nicht versucht, sozusagen einen völlig neuen Wurf zu machen, sondern ich habe lediglich einige Kapitel ergänzt. Die Auswahl dieser ergänzenden Kapitel ist im Wesentlichen dadurch bedingt, dass es aus den Rezensionen des Buches Anregungen aus der Leserschaft sozusagen gab, die mir nahelegten, dass bestimmte Bereiche einfach im Buch fehlen, die, wie ich auch meine, heutzutage zur Ausbildung eines Physikochemikers gehören, und die habe ich versucht hinzuzufügen. In der Max-Planck-Gesellschaft haben wir ja eigentlich erst mit Studenten zu tun, die bereits ihre Grundausbildung hinter sich haben. Aber wenn man auch mit Doktoranden zu tun hat, wird man sehr schnell feststellen, dass es manchmal sehr wichtig ist, sich nochmal an die Grundlagen zu erinnern. Und insofern hilft das Buch dann auch den bereits weitergebildeten, ausgebildeten Studenten, das Grundwissen der physikalischen Chemie wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ein Aspekt, den ich am Wedler immer sehr geschätzt habe, ist die Tatsache, dass er sich bemüht hat, auch komplexe mathematische Zusammenhänge so darzustellen, dass man sie nachvollziehen kann. Also Sie werden im Wedler nicht keine Bemerkungen finden, wie man leicht sieht. Und wenn man dann das nicht kennt, 5 Seiten lang rechnen muss, bevor man zur nächsten Gleichung vorgestoßen ist, sondern es ist alles explizit beschrieben. Und man kann es eigentlich mit relativ leicht oder, wenn man sich darum kümmert, leicht nachvollziehen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Vorzug dieses Buches. Und damit unterscheidet es sich doch deutlich von den meisten anderen Lehrbüchern der Physikalchemie. Also Lehrbücher, glaube ich, haben ihren Platz immer noch. Ob die als gedruckte Version vorliegen müssen, ist eine andere Frage. Ich selbst kann mir gar nicht vorstellen, aus einem nicht gedruckten Buch zu lernen. Also ich kann keinen Computer in der Hand halten und mich dabei lesend fühlen. Der Wedler ist insofern, hat diese Entwicklung nicht vorausgeahnt, aber irgendwie doch einbezogen. Denn der Wedler ist in 2 Abschnitten aufgebaut. Der erste Abschnitt vermittelt eine Einführung. Und der zweite Abschnitt vertieft. Also in gewisser Weise hat der Wedler diese Einteilung in Bachelor und Master vorweggenommen. Also insofern muss ich das Buch gar nicht umstellen, sondern es ist in gewisser Weise auf diese Trennung vorprogrammiert gewesen, ohne dass Wedler in irgendeiner Form diese Entwicklung vorausgesehen hätte.